Moin Leute, euer Sergeant ist wieder da, heute mit langen Haaren hier, wunderschön, da gehen wir den ganzen Tag auf den Sack. So, wir sind zurück, heute mit einem kleinen Tippvideo, wie man schneller in der Kampagne vorankommt. Und zwar hat meiner Clan-Member mich auf eine kleine Idee gebracht, die ich euch gerne heute mal zeigen würde. Eine Kampagne kann ich leider nicht zeigen, weil ich zurzeit in einem Level bin, was mich absolut demütigt. Ich kann das euch ja mal schnell zeigen. Es ist schnell vorbei. Keine Angst, es dauert nicht lange. Weil die machen mich einfach vollkommen platt. Ich habe keine Chance, hier irgendwie zu überleben. Selbst mit einer Unsterblichkeit, mit einem Tod mitnehmen. Das ist einfach tot. Das war's. Das geht richtig fix. Da werde ich noch ein bisschen hängen. Aber wie ihr seht, es ist 16:24. Als ich gestern gestartet habe mit dieser Combo, sage ich jetzt mal, war ich bei 14:18. Und bin von 14:18 ohne Level-Ups, ohne alles, es war alles ab 14:18 fertig, bis 16:24 hochgerusht. Und das muss ich euch einfach zeigen. Ich zeige es euch in der Arena, da funktioniert das nämlich sehr gut. Also auch sehr gut. Bin auch von Top 300 auf Top 170 gegangen, allein mit der Combo. Suchen wir einen Gegner raus, wo wir das gut zeigen können. Gegen den Ares ist ein super gutes Beispiel. Also, wir sehen diese Kombo. Was ist wichtig in dieser Kombo? Wichtig in dieser Kombo sind Gaia Level 200. Im besten Fall mit Runen werden ab 15 irgendwas oder 14:20 irgendwie sowas freigeschaltet. Full Damage. Dann einen Fahrer heißt er ja, glaube ich. Habe ich ja auch schon geil zu gemacht, genauso wie zu Gaia. Ist auch bestimmt hier irgendwo verlinkt. Fahre, auch wichtig. Die beiden gehören immer auf die eine Seite zusammen. Dann ist nochmal sehr wichtig, Ione. Ione hat nämlich die tolle Fähigkeit. Kann leider jetzt nicht anklicken und angucken, ne? Na, ist ja auch egal. Ione hat die Fähigkeit, dass wenn jemand sterben würde, kriegt er ein Schild und wird unsterblich. Das heißt, die Tanks überleben länger. Und dann noch wichtig, der junge Bogenschütze hier, ich habe den Namen gerade vergessen, ich glaube Faye heißt der. Der ist wichtig für seinen Buff am Anfang. Und dieser Buff sorgt nämlich dafür, dass unsere Gaia nochmal stärker wird. Und der letzte könnt ihr relativ selber entscheiden. Man könnte dafür jetzt zum Beispiel auch ich habe den Namen vergessen. Ares reinmachen. Fucking OP dieser Typ. Habe ihn leider nur auf einen Stern, deswegen habe ich ihn erstmal raus. Und gegen Ares würden wir den guten Katos mitnehmen, weil der sorgt nämlich dafür, wenn er von Ares gekillt wird, dass er Ares einfach mitnimmt. Auch, ganz wichtig, wenn er unsterblich ist. Er wird einfach mitgekillt. Er ist ein relativ guter Ares-Counter, deswegen würde ich ihn dort auch in meine Kampagne mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Wir machen das Ganze auch wieder langsamer. Zack. So, hier sehen wir, die Gaia haben wir drüben positioniert, damit der Assassin nicht auf sie geht. Da ist das Schild von der Ione, dieses Unsterblichkeitsschild. Leider hat Fahre Ulti gemacht. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und unsere Gaia kann einfach die ganze Zeit Damage raushauen, ohne Ende. Und unsere Frontline ignoriert es einfach. Die Frontline hält halt einfach aus. Ja. Unsere Frontline lebt immer noch, Gaia kann immer noch Schaden raushauen ohne Ende. So, er ist jetzt unsterblich und so Gaia macht weiter ihren Schaden. Können wir, glaube ich, jetzt mal auf 2 hochstellen, müssen wir sich angucken. Sie stirbt noch für Wohl unserer Gaia. Unsere Gaia heilt sich gleich nochmal. Ione Ulti nochmal. Und dann wird sie auch gleich tot umfallen. Da haben wir es. Gucken uns den Grafen an. Muss ich dazu irgendwas sagen? Gaia einfach fucking OP, was das angeht. Und so wird jeder Kampf ablaufen. Es ist einfach so. Was noch wichtig hier ist, was man jetzt in der Arena nicht sieht. Paare darf nicht ultien. Denn Paare sind nur dazu da, die Leute ranzuziehen. Damit sie gestackt auf einem Haufen sind. Damit Gaia über die Fähigkeit, der sie ja Splash Damage macht oder AOE-Schaden oder wie auch immer man es nennen will. Hier.
zusätzlichen Schaden zufügt an mehreren Zielen. Na, oder war das hier? Nee. Hier, Umgebungsschaden. Genau, du fügst Umgebungsschaden zu. Das heißt, sie greift dann quasi drei Leute gleichzeitig an. Und wenn Fahre dann ultiert, dann haut er die ja wieder weg, dann sind die ja wieder auseinander. Deswegen darf Fahre nicht ultien. Gucken wir im Dungeon, ob man das da sieht. Ich zeige euch gleich nochmal, wo man das ausschaltet. Hier haben wir auch wieder ein Ares. Selbe Teamkomp, alles bleibt gleich. So, wir haben es nicht auf Auto. So, er zieht die Leute ran. Gaia greift an. Ihr seht, AOE-Schaden, je nachdem welches Ziel sie angreift. Zack, zwei Leute gleichzeitig tot. Er hätte jetzt geultet und hätte alle drei auseinandergehauen. Wodurch wir nur einen getötet hätten und nicht zwei auf einmal. Das ist das Starke an Gaia. Ah, geil. Hier habe ich auch vorhin festgehangen. Ich schaff's da jetzt anscheinend. Ah, obwohl, Derla ist stark. Derla ist stark. Also seht ihr, Katos ist gestorben und hat Ares mitgenommen. Das ist das Starke an Katos für den Ares-Counter. Ja, Derla hat uns platt gemacht. Das ist auch nicht schlimm. Da werde ich demnächst nochmal irgendwann weiterkommen. Ja. Damit schafft ihr es durch die komplette Kampagne durch. Trust me. Ich hatte hier an der Seite 7 Angebote, weil ich einfach so durchgerusht bin, dass ich alles bekommen habe, einfach for free. War ganz cool. Zum Einschalten des, dass er keine automatischen Ultis macht, das habe ich schon mal erklärt, ich erkläre es gerne nochmal. Klickt auf euer Symbol, geht auf Spieleinstellungen und geht auf automatische Fähigkeit Einzelner auf An. Die ist in der Regel aus, ihr müsst da aber auf An. Ja, das war's. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Wichtig ist Gaia 200 mit sehr viel Schaden. Wenn ihr es schon habt, Rune reinbauen mit Crit-Schaden. Ich habe Schaden, ich habe Crit-Chance und Ausweichen leider drin und Minus-Schaden. Das ist nicht perfekt für sie. Ja, die beiden Sätze sind scheiße gerollt. Dafür hat sie aber kritische Trefferschadenerhöhung. Alle 3 Sekunden. Und eine Angrifferhöhung alle 3 Sekunden, was natürlich in längeren Fights, wie jetzt im Clan-Boss, wo mein Schaden auch wieder um 300 Millionen gestiegen ist, dank dem hier, gut helfen kann. Wichtig ist auch noch, genau dieses Set zu nehmen. Wie heißt es auf Deutsch? Wir gucken mal. Assassine, weil es erhöht euren Crit-Schaden, Crit-Treffer, also kritische Chance und den Schaden nochmal. Sehr wichtig für Gaia. Sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ja mal ihre Stats angucken. 32% kritische Trefferchance, 75% kritischer Treffer Schaden und der Rest ist eigentlich relativ wumpe. Angriff von 11k. Tempo könnte man höchstens noch nehmen, wenn man es irgendwie hat. Ansonsten Gaia 200, höher geht es ja eh nicht. Und dann vermöbelt bitte die Kampagne, steigt schnell nach oben und dann geht's weiter. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.